und einen wunderschönen guten Abend euch. Hallo und willkommen zu Dragon's Dogma 2, was ja seit letzter Woche draußen ist, letzter Woche Freitag, und ich hatte schon angekündigt, wir werden es heute streamen. Ich habe richtig Bock drauf, ich bin richtig gespannt, und zwar einfach nur, weil das Creature Design, also das Design der Monster und Kreaturen, mich so sehr an die alten Filme von Effektdesigner Ray Harryhausen erinnert. Kennt ihr vielleicht noch Jason und die Argonauten und Sindbad und was es nicht alles gab? Und ich bin super, super gespannt. Aber ja, jetzt schauen wir erstmal in den Chat, wer denn schon alles da ist. Moment. Pavian ist da. Hallo, grüße dich. Hallo Andi, ich denke, es wird mit The Witcher 3 aufzunehmen, wird sehr schwierig. Diese Hürde ist sehr hoch. Das stimmt. Witcher 3 ist ein großartiges Spiel, aber ich glaube trotzdem, dass Dragon's Dogma sehr unterschätzt ist, dass der erste schon sehr unterschätzt war leider, und dass dieses Spiel unglaubliches Potenzial hat. Insofern, ja, es ist vielleicht eine gewagte Aussage, aber gucken wir mal. Gucken wir mal. So, ich schaue erstmal in den Chat. Da haben wir Dennis Nauses mit am Start. Hallo, moin moin. Ihr müsst übrigens entschuldigen, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Noch immer. Und darum bin ich heute ein bisschen ruhiger und gelassener unterwegs. Na, wir werden ja alle alt. So. Heute ist ja auch ein neues Video online gegangen. Eigentlich ja immer dienstags. Montag oder Dienstag. Aber heute war es mal der Fall, weil ich es gestern nicht mehr geschafft habe. Zu Nightmare Creatures. Ich hoffe, es gefällt euch. Hallo Schwuppex, grüße dich. Hallo Ramaru. 30 Minuten bin ich dabei, dann geht es leider zur Arbeit. Arbeit muss sein. Hallo Dark World. Moin und Servus aus Oberviechtach. Wo auch immer das sein mag. Aber schön, dass du da bist, Dark World. So, Cyan ist mit am Start. Moin, moin. Hallo Hausmaus. Hallo Michael Myers. Hallo Hike. Hallo Toto. Hallo Mados, grüße dich, der Panda ist mit am Start. Moin Moin, hallo Gizmo, hallo Lobus. Lobus schreibt, hallo Andi, ich feiere Dragon's Dogma total, bin völlig in der Welt versunken, die letzten Tage, mega das Spiel. Das klingt sehr schön, Lobus. Ach, mein Hals. Ich frage mich, wie gut Andi sein Rechner mit dem Spiel zurechtkommt. Die FPS sollen ja ziemlich stark schwanken, vor allem in den Dörfern und Städten. Ich bin auch gespannt. Ich habe auch sowas gehört, ja. Dionubis, hallo. Die Antwort dürfte ein klares Nein lauten. Ich weiß nicht, ob das so klar ist. Hast du es gespielt? Also ich habe keine Ahnung. Ich meine, klar, Witcher 3 ist großartig, brauchen wir gar nicht reden, aber ob es so klar ist, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hallo Humpty Dumpty, ahoi James. Dann haben wir den Stefan. Moin moin. Hallo Kushi, grüße dich. Hallo Fruchtzwerg. Hallo King Cold. Oh, ich sollte was trinken. Ein klares King Cold Marsch. One by one. Moin, moin. Zephyron ist mit am Start. Hallo. Hast du dir hast du die Kinokarten eingelöst? Hat es dir gefallen? Mascha TV, hallo. Ruckelt der Stream oder bin ich... Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Also der Stream läuft, du schaust auf Twitch, der Stream läuft bei mir sauber. Oder? Ja. Ich meine, man sieht ja noch nicht viel, aber bei mir läuft sauber. Hallo Orb. Moin Moin, wie ist der Streamtitel zu verstehen? Wie ist der Streamtitel misszuverstehen? Kann Dragon's Dogma 2 es mit The Witcher 3 Wild Hunt aufnehmen? Also, kommt es von der Qualität in diese Richtung hin? Oder ist The Witcher 3 Wild Hunt, obwohl das ja auch schon... Wann kam The Witcher 3 raus? Boah, jetzt müsste ich echt überlegen. 2015? War das 2015? Es kommt gut hin, oder? Ja, dann, obwohl es auch schon auf die 10 Jahre zugeht, ist The Witcher 3 noch immer führend. Das ist die Frage, ne? Genau. Stefan Mononaki ist mit am Start. Hallo, grüße dich. Schön, dass du da bist. Hallo Sebastian Fuchs. Hallo Chris.
Hast du wieder eine Stimme, nicht wie Sonntag? Ja, meine Stimme ist tatsächlich ein bisschen angeschlagen. Ich kann nicht zu laut. Ist halt jetzt so. Weil. Wird schon werden. Panda sagt auch, bei ihm ist flüssig. Sehr gut. Hallo Devil Player. Demonsiana, danke schön für deinen Resub und danke für 21 Monate Unterstützung. Vielen lieben Dank. Pavian sagt, vielleicht kaufe ich es mir noch, bin doch voll im Baldur's Gate-Modus. Gestern Abend Dune 2 geschaut, war mega, hoffe es kommt noch der dritte Teil. Vinius Aussagen im letzten Interview waren ja sehr, nicht sehr vielversprechend. Ja, ich habe auch, also ich fand Dune 2 wirklich toll. Ich wäre sehr traurig, wenn kein dritter Teil kommen würde. Ach, Entschuldigung. Ein bisschen Schluck auf. Oh, meine Stimme. Butterkeks, hallo, bin total begeistert von dem Game. Gab erst Rise of the Ronin gespielt, aber direkt wieder verkauft. Echt? Warum? War schon ziemlicher Müll, ehrlich gesagt. What, Butterkeks? Also, nicht Geschmack, eine Sache, aber ziemlicher Müll? Wirklich? Hat jemand anders Rise of the Ronin gespielt und kann dazu was sagen? Habe es aber versucht, im Spiel eine Chance zu geben. Ja, wenigstens das, Butterkeks. Wenigstens das. So, Pulsadu, moin moin. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich rein. Es gibt allerdings eine Kleinigkeit, die mir tatsächlich gleich zu Beginn sauer aufstößt und die ihr gleich merken werdet. Man kann kein neues Spiel starten. Ich spiele über einen redaktionellen Account, ja, wo wir alle quasi Zugriff drauf haben in der Redaktion. Und ein Kollege hat schon vorgespielt und ich kann kein neues Spiel starten. Wirklich nicht. Nur vom letzten, ich habe auch gegoogelt. Zitat, das ist die Vision der Entwickler und ein neues Spiel wird erst später nachgereicht. Ich hab keine Ahnung, was das überhaupt bedeuten soll. Ehrlich gesagt. Aber, ja. Von den Einstellungen her sollte eigentlich alles passen. Ihr seht, Grafikspeicher sind mir nur zur Hälfte ausgelastet. Insofern rechne ich nicht mit, warte mal, die Schärfe der Hochskalierung können wir vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Sollte passen. Sollte passen. Okay, kann mir jemand, der das Spiel vielleicht schon gespielt hat, raten, ob wir den letzten Speicherpunkt laden sollen oder das Gasthaus? New Game DLC 3,99. Ja, James, das wär's, ne? Hallo Arzt, grüße dich und hallo Pat. Also schlechtes Ronin nicht, aber jeder hat seinen eigenen Geschmack beim Zocken. Das meine ich eben, Pat. Also wenn es eine Geschmackssache ist, ja, aber absolutes Müllspiel klingt so objektiv. Nein, das ganze Jahr bisher ist mit Tekken und Final Fantasy 7 Rebirth voll. Neues Spiel starten soll kommen, aber trotzdem nur ein Charakter. Das ist super merkwürdig. Ich könnte manuell die Save-Datei entfernen, ich weiß aber nicht, wer hier gespielt hat und ich will niemanden das löschen. Deswegen. Auch wenn es quasi für uns alle zugänglich ist, aber es ist halt doof, ne? Hab gestern Alone in the Dark geschaut, meine Fresse war der Scheiße. Der Film, der war furchtbar. Mit Christian Slater und ich weiß gar nicht mehr, wie die Blonde hieß. Sie war auch in American Pie. Speicherpunkt, wer weiß, wann das letzte Gasthaus war. Okay. Tara Reid, ja genau. Danke, James, danke. Hallo Morph, grüße dich. Okay. Sprich mit Lennart. Lennart möchte mit dir reden. Suche ihn im Gasthaus. Ach Gott, dann müssen wir jetzt zum Gasthaus, oder? Okay. Oh Gott, wir sind ein Magier. Ernsthaft? Ha. Ich bin jetzt nicht so der Magier-Fan. Aber ich glaube, ich weiß, wer gespielt hat. Okay. I shall do as you say. Okay, damit steuert man seine Party. Aber es steht zumindest schon mal da.
Grundhaltung. Okay, so kann man Brand machen. Okay, verstehe. Schön, wenigstens steht es da. Das konnte der Uwe ja immer, durchaus bekannte Persönlichkeiten für seine Schrottfilme rekrutieren. Ich will die Uwe Boll-Filme unbedingt mal nachholen. Ich glaube, die sind nicht alle so schlecht. Ich finde Assault on Wall Street ganz gut und ziemlich aktuell. Ja, habe ich nicht gesehen, aber naja. Was ich von ihm kenne, war jetzt nicht so gut. Oh nein, der lahme Magier, der fetzt gar nicht. Ja, es ist halt, ich bin halt jetzt an den Speicherstand gebunden. Das ist, tut mir leid. Tja, ich habe auch gehört, dass Dragon's Dogma ein bisschen problematisch optimiert ist. Gluma! Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön für die 30 Monate Unterstützung. Wie geht's dir? Hallo. Herr Sperling, Ihre Meinung zu dem Spiel Judas? Haben wir eben bei IGN das Gameplay dazu angeschaut. Sieht sehr nach Bioshock aus. So, ich glaube, wir müssen da Richtung. Ich würde mal in diese Richtung laufen, da wo der gelbe Marker auf der Map ist. Schauen wir mal. Gut, muss aber wieder ausmachen. Wecker klingelt um 5. Das tut mir leid, Gluma, aber schön, dass du da warst. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hab morgen um 12 Uhr Feierabend, oh Gott. Pavian! Danke für die 100 Bits. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Und Alvin, hallo! Ah, oh, meine Stimme bricht schon weg. Danke für die 11 Monate. Wie geht's dir? Hallo. Also grafisch dafür, dass wir nicht voll aufgedreht haben, geht das voll klar. Finde ich. Ist jetzt keine Augenweide, aber sieht auch nicht hässlich aus. Das sind schlafende Leute. Okay. Die liegen halt einfach nur rum. Oh, what does this say? Shall we take a closer look? Ich glaube, hier müssen wir rein. Ja, Gasthaus. Sieht gut aus. Well, Matt, you're the one who saved Ulrika's life, aren't you? Ja. She told me all about it. It was a very brave thing you did. Danke. I'm in your debt. Ulrika is as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Was krieg ich denn? Now tell me, are you registered with a guild? Ich weiß nicht, ob ich in der Gilde bin. You already know this, but Kann ich denn irgendwas auswählen? Will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Okay. Go on, it will only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Nach Kämpfern fragen. For those who seek to master the sword and shield. Fighters favor a balanced approach. I am a fighter myself. And should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. Okay. Naturally, it is a vocation for those who seek to master the bow. And at close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, the secret to being a successful archer is a vocation for those who seek to Das wären dann wir wahrscheinlich. Arts, magic. Mages can cast a wide array of offensive spells and aid their allies with magical support. However, the more powerful the spell, the longer one thus
A mage is unlikely to last long on the field of battle without allies to protect them. Smited, danke schön für deinen Resub. Danke für 4 Monate Unterstützung. Dankeschön. Oh, Sekunde. Ah. Ah, jetzt ist mir gerade fast hochgekommen. Entschuldigung. Den Chat, Sekunde. Resident Evil 4 Remix sah im Dorf besser aus, aber es könnte definitiv schlechter. Ja, für ein Open World Game halt, Jan. Zugegeben, selbst gespielt habe ich es nicht, nur zugeschaut. Für mich liegt The Witcher da schon 1-2 Level drüber, aber wirklich vergleichen ist schwer, da die Spiele schon sehr verschieden sind. Ah, verstehe. Hey, Zwelch! Ach, Stefan, du hast die Ankerfassung. Sehr gut. Okay, bla bla bla. Ich bilde das nicht alles. Und jetzt komme ich raus. Very well. There is no wrong choice in any case. But I shan't take up an. Okay, die Meisterlehre ist die mächtigste Fertigkeit, die in jeder Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen, erfordert die Anwendung eines speziellen Buchs, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinen Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fertigkeit kann nur von jenen realisiert werden, deren Laufbahnrang hoch genug ist. Okay. We ought to put it to good use. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The Watchhead's waiting for you. Shall we seek some answers? Oh, have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. Oh, no, I'm not lost or naught, sir. You needn't worry yourself. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. Okay, es interessiert mich eigentlich nicht, Mädchen. Warum redest du mich an? Lass mich in Ruhe. Ich will Drachen töten. Lass mich in Ruhe. Wassermarsch! Ah, danke dir. Quatsch mal mit dem Gasthauswirt. Okay. Also, hier drin war das. Here at the inn, we also offer changes of vocation for those who seek it. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Okay. I see. Ja, aber Klasse wechseln, es ist doof. Es ist ja nicht mein. Ne? Ich will da auch jetzt nicht zu viel dran ändern. Ich wollte ja nur mal reinspielen. Dann ist das halt so. Dann spielen wir halt Magier. So kriegst du deine Quests. Die Leute labern dich an. Die Leute labern dich an, nicht andersrum. Hat es keine deutsche Sprachausgabe? Das ist, ich habe keine Ahnung. Bestimmt hat es eine. Warte mal. System, Optionen. Bestimmt. Sprache. Doch. Also es hat, die Sprache kann im Menü, Titelmenü geändert werden. Die Sprachausgabe. Geht jetzt noch nicht im Spiel, aber wofür auch. Wir haben ja eh Untertitel. Für die, die ein bisschen Probleme haben. Hail, if you've a moment to spare, I'd like a word.
As you can see, we're rebuilding. A task that can always benefit from another pair of hands. Hat nur Englisch, aber Lobos, es stand gerade da. Man kann es wechseln im Ding. What say you? Would you be willing to help? Also ich meine, wir können mal gucken, wenn es euch interessiert. Ach, und Japanisch. Ah, verstehe. Danke, Lobos. Was will er denn von mir? Okay, nehmen wir mal. I'll not soon forget this. Here's what I need from you. A Basque of Saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. Okay, wir sollen die töten. I've prepared some explosive casks. A Saurian nest so near the village is worrying. Wirf die Bombenfässer. Let us see the explosive casks there as quickly as we may. Right you are. Okay. Hallo Schleuderhacke. Du hast die Quest von dem Mädchen einfach abgelehnt. Ja, die hab ich blöd. Vielleicht hätte ich es nicht machen sollen. Aber das finde ich sehr ungewöhnlich, dass die Leute dich anlabern. Hallo Karl, moin moin. So, warte mal, wie kann ich mich mit der Map... Ich muss mich da einfach noch ein bisschen zurechtfinden. Okay, einfach geradeaus und dann raus. Marco, hallihallo, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde, willkommen bei Screenfire. Ah, you've returned. Good timing too. I have questions. Warum spricht mich alle zwei Minuten jemand an? First and foremost, will you accompany me with my thanks? Are you ready to depart or do you need some time to prepare? Ich brauche Zeit. Ich muss Echsen töten, tut mir leid. Es geht jetzt gar nicht, Mann. Ich bin gelernter Kammerjäger, ja? Keine Zeit mit dir zu machen. Du siehst ja. Wichtige Dinge. So, wo sind die scheiß Echsen? Das war hier irgendwo am Wasser. Da sind die Echsen. Kann ich eigentlich schwimmen? Allerdings ist die Frage für mich schon erledigt. Was, Toto, welche Frage ist für dich erledigt? Genau, Reptile Slayer. Kommt mal mit hier. Hier. Kann ich von hier oben was schmeißen? Oh, hier liegt was. Hier lag was. Nein, nicht runterrutschen. Nein, was machst du denn? Sammeln. Okay. Da. Kann ich von da... Ach, da sind die Fässer. Ah, verdammt. Ich wette, wenn ich jetzt hier Rambo mache, dann ist es nicht gut. So. Muss ich jetzt echt diese scheiß Fässer da mitnehmen? Jetzt, was ist mit den Fässern? Warte mal, ist die Quest überhaupt ausgewählt? Auftragsliste. Ein Nest voller Probleme. Ja, will ich. Wirf die Bombenfässer in das Nest der Echsen. Ja, will ich. Wie kann ich das denn? Oder ist es schon ausgewählt? Weil jetzt habe ich das Gefühl, der Marker sitzt auf Nachspiel des Drachen. Ah ne, halt priorisieren. Ich bin ein Idiot. Ich bin einfach ein Depp. So, wie kann ich die Dinger jetzt aufheben? Brandfässer. Warte mal, so. Ich soll das jetzt sicherlich nicht so machen, oder? Stefan, hau rein. Schön, dass du da warst. Bis dann. Selbst Monster Hunter wurde eingedeutscht. Aber spielst du immer auf Deutsch, Toto?
Also ich meine mit deutscher Sprachausgabe. Ich weiß nicht, für mich ist es immer schwierig, weil für mich ist es immer voll der Graus. Darum mache ich dann immer für die allgemeine deutsche Untertitel rein. Wobei, wir haben auch schon Spiele auf Deutsch gespielt hier, dann einfach weil es lustig war, wie Metal Gear Solid. RT, danke Lobos. Ah, ja, okay. Danke dir. Lobos, du bist mein Guide für heute. Nicht zwangsläufig, aber wenn es verfügbar ist. Das Problem ist, ich denke mir dann immer, also es gibt ja gute deutsche Synchros, aber ich habe prinzipiell gar keinen Bock, das herauszufinden und denke mir, wenn ich die englische drin habe, ist es sowieso immer gut und dann ist es okay. Aber ich verstehe es schon, wenn man's, manche sind es halt gewohnt oder möchten da, können da besser relaxen oder verstehen die Sprache nicht so, ist schon in Ordnung. Also jeder hat da seine Vorlieben. Warte mal, wo sind die Mistviecher? Wahrscheinlich von da, oder? Wo sind die denn? Ach, da. Okay, und jetzt? Freshly rested as we are, this battle ought to be our own. We must not let down the guard. Und wie kann ich jetzt hier? Magischer Blitz. Warte mal. Okay. Komm mir ein bisschen impotent vor mit als Magier. So. Piu, piu. Während die anderen mit ihren Schwertern reinhacken, bin ich da. Piu, piu. Aber wir haben die Quest geschafft. Sehr gut. Wir sind Helden. Von welchem Capcom-Team ist denn eigentlich Dragon's Dogma 2 entwickelt worden? Das ist eine gute Frage. Es ist definitiv nicht Division. Es ist Division 2 oder 3. Ich weiß aber nicht welche. Nicht zwangsläufig. Okay, verstehe auch deine Seite. Ich bin komplett ehrlich. Die deutschen Synchros sind oft absolut mies. Gibt Ausnahmen wie Alien Isolation und die Spielauswahl wäre extrem eingeschränkt. Ja, wie gesagt, also ich sehe es auch so, aber es ist halt, ich muss da immer unterscheiden zwischen, wie sehe ich das persönlich, ne, für mich. Also wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, würde ich sagen, Gottes Willen, brauche ich nicht, weg damit. Aber ich verstehe natürlich auch die andere Seite. Das ist, ne, es ist halt immer Eigensicht und Fremdsicht natürlich. Und da hatte ich die Tage eine Diskussion. Völlig absurd. Also ich nenne da jetzt keine Namen oder so, aber nur weil ich jetzt gerade drauf komme, auf Instagram dazu, wo mir jemand erzählt hat, was er beruflich macht, beziehungsweise nicht mal genau, sondern nur angeschnitten. Aber es war halt überhaupt nicht meins. Es klang für mich sehr zahlengetrieben. Und somit ist es halt schon mal nicht meins. Obwohl ich einen kaufmännischen Beruf gelernt habe, aber war halt gar nicht meins. Und dann habe ich nur gesagt, boah, für mich wäre das scheiße langweilig. Und dann hat die Person sich voll angegriffen gefühlt. Als würde ich seinen Beruf diskreditieren. Ich habe so, ja, hey, ich finde was. Ne, darauf will ich nur, dass ich finde es dieses, jenes, welches scheiße langweilig. Hab halt andere Vorstellungen von irgendwas. Aber ich habe das Gefühl, heutzutage fühlen sich Leute gleich immer super schnell angegriffen und beleidigt, obwohl man was gar nicht so meint. Und er meinte dann, ich wäre arrogant. Also, könnt ihr mir ja sagen, vielleicht bin ich ja wirklich arrogant und ich weiß es noch nicht. Aber okay, warte, ich habe hier irgendwo eine Türe gehört. Sekunde. Schatz? Alles okay? Arbeitest du am PC? Was machst du? Deine Unterlagen? Ah, okay. Ist nur Anker. Kein Einbrecher. Faustregel eines Magiers in RPGs. In den frühen Stufen ist er ein Lappen, sondern das gleiche in hohen Stufen ein Halbgott. Ja, immer. Immer. So, warte mal. Quests.
Ein Nest voller Probleme. Ja, Lennart muss ich das jetzt erzählen, oder? Warte mal. Okay. Dann gehen wir jetzt zurück zu Lennart. Lennart! Lennart! Der war doch hier unten irgendwo. Lennart! Warum ist der jetzt weg? Doch, da ist er. Da ist Lennart. Ey! Lennart! Well, it appears to have sent some of the beasts reeling, at least. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. Ah. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot and pray, take care not to drop it in the river. Villagers, you must make sure your aim is true. Are we good? You'll find the jars of poison just okay, jetzt soll ich noch was vergiften, aber nicht im Fluss. Nest, and your task is done. Okay. Now we are to throw a jar of poison. Be sure to handle it with care, Master. Ich glaube, ich habe noch nie einen Mage gespielt, irgendwie bewusst. Was will der von mir? Lass mich in Ruhe. Boah, sowas kann ich gar nicht leiden. Lass mich einfach meinen Shit machen, ich komme schon zu dir. Ah, hier ist das Gift. Sehr eindeutig Gift. Gift ist immer lila und giftig, giftig. Oh Gott, warte mal jetzt. Text und so. Nee, null Arroganz. Die Leute sind generell getriggert heutzutage. Oder ich habe auch gemeint, ich habe sogar mich schon hinterfragt und dachte mir, kam das vielleicht arrogant rüber? Nee. Mein Beruf finden viele auch langweilig, dauernd Hauptrollen in Slasher-Filmen. Ich will doch nur ins Theater, auf die Bühne. Ist doch cool. Ach so, Michael Myers, deswegen. Ja. Okay. Hallo Teilzeitgott. Hör auf, Lennart zu rufen, sonst kommt gleich mein Sohn rüber und beschwert sich darüber, weil er lieber Lenny genannt wird. Oh Gott, es tut mir leid, Lobus. Lila Blubbernd könnte auch für extrem schlechte Kochkünste stehen, das ist wahr. Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn ich das jetzt in den Fluss werfe, bin ich dann ein Arsch-Mage? Lenny, genau, sorry. Nightmare Creatures wäre cool, wenn du es zocken würdest, hab das Game geliebt. Karl, ich will das zocken, ich hab's nur nicht. James, können wir das irgendwie emulatorentechnisch bekommen? Oder anderweitig? Bis morgen? Ich weiß es nicht. Fragezeichen? Warte mal, das war da, oder? War es hier? Ja, hier war das nicht. Genau. So, okay. Well done, Master. Those Saurians shan't dare approach the village. Oh mein Gott, ich bin so gut. Lenny! One could not have hoped for a gladder outcome. Ja, morgen ist doch Donnerstag, James. Hallo Pyro Willy, grüße dich. Wie geht's dir? Vorschlag für Retro Games. Dungeon Keeper oder Command & Conquer Teil. Gibt es aktuell günstig auf Steam? Ich glaube, ich habe da halt ich so, muss ich schauen. Hätte ich sogar. Aber mal gucken. Ich muss mal schauen, worauf ich auch voll Lust habe, so ein bisschen. Vielleicht kriegen wir ja auch Nightmare Creatures hin. Will der mich schon wieder belästigen? Langsam will ich nicht mehr. Lass mich doch erst so kleine Dinger machen, bevor ich so einen Drachen machen soll oder so. Lenny, warum ist Lenny? Nee, Lenny ist nicht weg. Wo ist Lenny? Lenny! Oder haben wir jetzt einfach die Quest geschafft und ist fertig? Erzähl Lennart, wie es dir bei deinem Versuch, das Nest der Echsen zu vergiften, ergangen ist. Ja, würde ich ja. Was ist denn Lenny? Ja, warte mal, ich will wahrscheinlich hier lang folgen. Wenn er mich jetzt wieder anschaut. Ah, da ist er. Ja. Gerne. Und ich muss sagen, du hast einen feinen Arm. Ich könnte es nicht besser myself. Ich habe einen super Arm. Kann richtig gut werfen damit. Watching you got me thinking. Mayhap you've this or perhaps it is a little early. In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding efforts ought to proceed apace. And for that, our task is complete. Woohoo! Okay, was haben wir noch? Outstanding.
Hallo Benji, wie geht's dir? Die Quest hatte ich gar nicht. Weil ich ein Profi bin, Lobos. Ein Profi. Hendrik Jung, moin moin. Kannst du mich bitte grüßen? Grüße gehen raus an den Hendrik. Hallo. Wie geht's dir, Hendrik? Alles gut? Lenny, wie bei den Geissens Robert. Schon, oder? Robert, Lenny. Oh Gott. Okay. Aufträge, was machen wir jetzt? Begib dich in. Nee, klingt langweilig. Ich will jetzt nicht gleich einen Drachen killen. A job well done. Our efforts have been rewarded. Warte mal, wo war denn. Halt andersrum. Wo waren das nervige Mädchen? Ich will noch mal so Echsen killen oder sowas. Irgendwas, was mich jetzt nicht gleich in Teufels Küche bringt. Warte mal. Da ist das Mädchen. Hey. This ladder looks sturdy enough to climb. Hello again, sir. Did you want something? Ja, Hilfe anbieten. You'd do that. You'd get the medicine for me. Ja, hör auf so. Suppose there's no harm in that. If you're really sure. Oh, sir, I'd be most grateful. Oh, sir, I'd be most grateful. Die hat Glück, dass es ein Kind ist, dass ich nicht die wirklichen dirty Witze auspacke. Aber nee, das ist dann nicht mein Humor oder ist mir zu hart. Scheinbar hat mich das Glück doch nicht voll verlassen. Ich werde hier warten. Vielen Dank für euren. Ja, ja. Du kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Kombinieren kannst du entweder die. Okay. Apfel und irgendein Zweig. We could make the fruit robberant ourselves or simply purchase some at Rune's apothecary here in Melv. Komm, dann gehen wir doch mal ein bisschen laufen. Alles super, danke der Nachfrage, das freut mich, Hendrik. Hallo Mike, wie geht's dir? Alles fit? Halt, nein, da geht's wieder dahin. Ja, komm, nee, wir geben jetzt. Warte mal, was? Gegenstände, irgendwas soll ich mixen. Das war ein Apfel. Kombinieren mit. Ich hab die Pflanze nicht. Dämmerungskraut. Dämmerungskraut. Warte mal. Moment, also, es war gerade da. Ich möchte einen Apfel. Ich möchte den Apfel kombinieren. Ich verstehe es nicht. Lass mich doch einfach den Scheiß kombinieren. Warum kann ich nicht einfach das plus. Ich mache irgendwas falsch. Rezept benutzen. Was soll ich mal? Nein, ich will doch hier Apfel plus. Oder kann ich nicht einfach Dinge machen? Grünlattisch brauche ich. Ah, wo kriege ich grünen Lattisch? Alter Schwede. Da gehe ich doch lieber zum Scheißdrachen. Make haste then. We must leave anon. Good. Then let us be on our way. Wenn die Selbstmörder durchkommen, Poison Andy könnte Dr. Trax spielen.
Mein Lieblingsgame auf der Sega Mega Drive war damals Dune 2 Battle for Arrakis, die Urmutter von Command & Conquer. Ich habe damals Emperor Battle for Dune gespielt. Ist zwar ein bisschen später gewesen, aber ich fand das super geil. Besonders die Real-Life-Cutscenes wie bei Command & Conquer einfach so gut. Ach, wir müssen wirklich rennen? Okay, wir rennen den jetzt mal hinterher. Die rennen alle ein bisschen unkoordiniert. Boah, Mage ist so gar nicht meins. Kann ich die looten? Ja. Loot. Dare I say it? Grün lasse ich weg überall, okay. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Shopstron, moin! Hello, habe ich was versäumt? Ja, wir haben ein Nest voller Echsen ausgeräuchert und ist dann vergiftet. Kommt mir vor, als ob ich mit einer Wasserpistole rumspritze. Und es hat ein bisschen was von einem Maschinengewehr. Ohne Spaß, ohne meine Party wäre ich voll aufgeschmissen. Wenigstens haben wir Fruchtrohbarans. Und jetzt haben wir Grünlattich. Wir haben Grünlattich. Also jetzt können wir kombinieren. Nein, warte mal. Wo ist der Grünlattich? Wo ist der scheiß Grünlattich? Ich weiß, ich habe ihn gerade aufgesammelt. Bin ich dumm oder so? I enjoy tackling fierce foes and prefer combat thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Okay. Was ist mit dir? Was will die? Ach, ich soll die anheuern oder was? Okay. Deine Gruppe ist voll, will einmal sein aus der Auto. Nein. Piss dich. Shall we see if there's all to be found while we're here? The Arisen is the lawful ruler. Also mir gefällt die Welt auf jeden Fall. Ich finde auch das Gegnerdesign, wie gesagt, mich erinnert das sehr an Ray Harryhausen. Filme von damals, Ende der 60er, Anfang 70er, Stop-Motion-mäßig. Oh! Da gibt's ihn. Man steht halt irgendwie nur da und drückt. Okay. Okay. Wie du kaum Schaden verursachst. Ja, voll. Also wirklich, Mage ist so... so gar nicht meins, glaube ich.
Nano da hinten möchte was. Ist es ein guter Vogel? Nein. Ah, es ist kein Vogel, das ist irgend so eine Kruller mit Flügeln. Hat jemand Pfeil und Bogen dabei? Okay. Gezackter Knochen. Ja. Die gefällt mir vom Look. Die hat was von hier. Game of Thrones, wie heißt sie gleich? Irgendwas Tarth. Ich befehle der Name. Bran of Tarth, ja, danke schön. Bran ist mir nicht eingefallen. Witzigerweise nur Tarth, aber okay. Also Magier ist auch noch niemals. Ich brauche fette Schwerter. Toto, zu fette Schwerter dürfen es auch nicht sein. Also wenn zu fette Zweihänder sind, ist es mir meistens zu langsam, weil ich mag keine Brecher. Ich mag meistens so mittlere Geschwindigkeit, ne? Mit Mittel, also mit so einem Einhänder oder anderthalbhänder und dann vielleicht noch so eine Mini-Armbrust, die man nutzen kann, sowas. AKA The Big Woman, genau. Michael Myers sagt, bei mir ist es immer der Barbar, draufhauen, bis das Adrenalin voll ist und dann richtig draufhauen. Ja, warum denn nicht? Okay. Nein, die will irgendwie mehr. Was will die denn? Frau, was willst du? How might I serve you, Arisen? Where ought we to go now? Irgendwie. Ach, der war angezeigt. Sie war das gar nicht. Ups, okay, dann bin ich doof. Unknown Kaijuverse is in the house. Einen wunderschönen guten Abend. Wie ist das Game jetzt? Es war ein bisschen schwierig, weil wir mit dem redaktionellen Account spielen, wo auch Kollegen halt drauf spielen können. Und da hat ein Kollege schon angefangen. Und das Problem ist, man kann zum aktuellen Zeitpunkt noch kein neues Spiel starten. Wenn jemand einen Speicher, also einen Spielstand angefangen hat, muss man da weiterspielen. Darum bin ich ein Mage. Und ich persönlich würde nie ein Mage spielen. Darüber haben wir gerade geredet. Es ist aber tatsächlich nicht schlecht. Also ich fühle mich, obwohl das überhaupt nicht meine Klasse ist, fühle ich mich schon gut unterhalten und reingezogen. Und ich mag das Art-Design sehr gerne. Ich habe gerade schon gesagt, das Gegner-Design erinnert mich so ein bisschen an die alten Ray Harryhausen-Filme mit hier Jason und die Argonauten und sowas. Und Sindbad, Captain Sindbad. Und das gefällt mir. Also auch wenn man die Map sieht, das ist eigentlich total meins von dem her. Also ich kann noch nicht viel sagen. Wir spielen jetzt nur wie lang? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal. Und für das, was ich gesehen habe, finde ich es unterhaltsam. Aber natürlich ist es schwierig, da sich eine Meinung schon gebildet zu haben in so kurzer Zeit. Aber ja, ich würde nie ein Mage spielen. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Okay, das ist schon etwas doof. Dragon's Dogma 1 ist ja, finde ich, total überflutet mit Ingame-Texten gewesen. Ich mag clean Bildschirme bei Spielen total. Kannst du was zu sagen oder bin ich dazu empfindlich? Ich finde es eine Geschmackssache. Ich finde, in dem Fall jetzt gerade, finde ich es nicht zu schlimm. Ich fand es sogar gut zum Reinkommen, dass es hat, dass es da stand. Ich schaue mal, ob ich, warte mal, ich komme jetzt hier nicht raus. Ich glaube, man kann optional bestimmt hier auch viel ausblenden. Darum. Muss kurz was trinken. Ah, war eher ein Kingcold-Marsch. So. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? So würde dann tendenziell eher eine Klasse aussehen, die ich spielen würde. Mit so einer Rüstung, so einem Schwert und so einem Schild, das geht dann eher in das, was mir vorschweben würde persönlich. By all appearances. An arisen? Another pretender, you mean?
I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. 'Tis uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. Wisst ihr, was mir nicht so gefällt? Dass es nicht so in cineastische, also erstmal, dass die Dialoge, dass man die anhält, dass es nicht, klar, es ist praktisch, dass man kurz Pause machen kann, aber es ist nicht so cineastisch wie der Witcher. Also bei The Witcher ist es ja wirklich, also Geralt klingt halt wie das absolute Badass. Texina, vielen lieben Dank für deinen Resub, dankeschön. Danke dir, meine Liebe. Hey, Andi, danke für deine tollen Streams und Videos. Ja, ich danke dir, dass du da bist. Danke dir und danke für deine Unterstützung. Wie geht's dir? Knuspergarten in der Haus. Hallo? Oh, oder warst du nicht vorher schon da? Ich dachte. Oder war das Twitch? What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I will make my report to the captain. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true... Okay. All's been arranged. Come, let us pass through the gate. Good. Begging your pardon, sir, but I'm on duty. Okay, er will gar nicht mit mir reden. Er will gar nicht mit mir reden. So. An ox cart was meant to meet us, yet it is nowhere in sight. Okay, kann man hier looten irgendwas? I'll collect that. You needn't trouble yourself. Ah, Grünlattig haben wir wieder, aber irgendwie kann ich es nicht mixen. Trockenobst, immer gut. Halt, wo war was? Ist das Diebstahl? Nee, Herr der Blitze haben wir bekommen. Und was heißt das? Ist es eine Ausrüstung? Ein Fotomodus. Ist genau der gleiche Fotomodus wie in Resident Evil 4. Ich hätte den so gerne in Resident Evil 2 gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er im 3 war. Shiroi, moin, dein Bier ist aber ganz schön durchsichtig geworden, das steht wohl schon länger. Ja, ja, das ist neues Bier. Das ist modernes Bier, weil neu ist immer besser. Nee, gerade reingekommen. Ah, okay, Knuspergarten, dann hab ich mich vertan. Aber schön, dass du da bist. Hier liegt Stuff. Jetzt habe ich zu viel, oder? Wie kann ich das wieder fallen lassen? Irgendwo muss doch die Lagerausrüstung sein. Aber scheint noch zu gehen. Bisschen langsamer bin ich aber. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Ich habe eine Raucherlunge. Warte mal, wie kann ich das Zeug wieder wegschmeißen? Muss doch irgendwie gehen. Wenn wir zu viel tragen, ist doof. Gibt's ja nicht.
trage 20 Kilo mit mir fast. 18,39 Kilo. Ah, da. 7 Kilo. Wegwerfen. Oh, viel besser. Was? Bester Spruch bei aufs Klo? Ich benutze keine Pro... Hä? Darkwold, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du benutzt beim aufs Klo gehen keine Pronomen? Was? Funkkanal? Sag jetzt nicht, es gibt einen Funkkanal, der heißt aufs Klo. Nein, das würde nur bestätigen, dass wir da exorbitante Steuerverschwendung haben. Oder ist ja keine Steuer, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Gebührenverschwendung. Kaum wirfst du 7 Kilo weg, bebt die Erde. Ja, genau. Kein Lager wegwerfen. Was machst du, Andy? Es war zu schwer, Lobus. Wir spielen doch hier mit dem Speicherstand ewig. Und für jetzt behindert's mich. Oh, schau mal da. Warum rennt er nicht weg? Kann ich's essen? Ja. Sehr gut. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Goblins, Master! Ich bin echt auf meinen Team angewiesen. Ja, Dark Sorrow, ich habe schon verstanden, dass ich die Ausrüstung in den Team geben kann, aber wir spielen hier noch eine Stunde und dann, ich spiele bei dem Spielstand auch nicht weiter. Ich glaube, sie sind tot. Vamos, moin. Wie gefällt dir das Spiel, Andy? Bisher ganz gut. Nur ich habe leider nicht die Klasse, die ich wollte. Aber das ist nicht so schlimm. Warte mal, Korrektur. Der Kanal heißt auf Klo. Du willst mir nicht ernsthaft sagen, Darkwold, es gibt einen Kanal von Funk, der mit Gebühren, Gebühren von uns allen bezahlt wird, der auf Klo heißt. Du verarschst mich, oder? Panda schreibt doch, den gibt es und der ist endverstrahlt. Warum? Was wird dann gezeigt? Scheiße oder was? Was läuft, worum geht's bei Auf Klo? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Frage stelle. Worum geht es bei Auf Klo? So, ich will einen Fotomodus. Halt da was. Warte. Nein, ich will doch nur... Kann ich dich bewegen? Ich will doch nur an die ranzoomen. Kamera.
Ah, genau. Halt, nein. Ich bin näher an die ran, weil ich die... So, so. So, jetzt hat. Das meinte ich mit Gegnerdesign, das gefällt mir halt echt gut. Jetzt hat. Jetzt sieht man sie richtig. Ich finde das richtig cool. Ich weiß, was Pronomen sind, Dark World, aber ich verstehe das immer noch nicht. Ich suchte mal eine besonders schöne Folge raus und schicke sie dir. Oh Gott, warum habe ich das Gefühl, dass mich das Lebenszeit kostet? Aber Andi, die Stimme hört sich immer noch rau an. Hast du heute Fischermänner am Start? Leider nicht Knuspergarten, aber meine Stimme ist noch immer am Sack. Das stimmt schon. Mike schreibt, ich finde Dragon's Dogma ist am besten, wenn man kurz vor dem Start entscheidet, stattdessen Outbreak zu spielen. Was LB an dir halten und Zauber wirken, deine Bubbles bringen nichts. Okay, verstehe. Warte mal, warte mal. Moment. LB. Aber ah, verstehe. Und dann kann ich es losschicken. Oh! Ah, jetzt verstehe ich, wie der überhaupt gespielt wird. Ah, okay. Ergibt viel mehr Sinn. Naja, bis man da zum Zug kommt, ist das Vieh schon tot. Du hast den Fotomodus schon öfter benutzt und ich bin Level 50. Okay, das geht. Oh, warte mal. Okay, das geht schon besser. Hey. Bis der da raushaut. Ich meine, wenn man das könnte als Special Attack neben zuschlagen, wäre das schon cool. Aber als einziger Kampfstil. Was sind deine Pronomen? Hä? Wie, was sind meine Pronomen? Was sollen denn meine Pronomen sein? Er, ihm. Ich bin einfach zu alt für das alles. I thank you. It is a great kindness you've shown me. Weiß ich nicht, Dark World, ob es eine Errungenschaft gibt für das Benutzen des Fotomodus. Oh ja, das war lustig, den God of War zu zerreißen, Toto. Ist die nett? Oh, fuck. Okay. I, a Cyclops. I think we'd encounter one here of all places. Cyclops, pray, be on your guard. Ja, meine Range ist nicht so weit.
Ihnen gerade die Eier gekokelt? Versuchen mal so ein bisschen. Oh, er hat noch eine einen zweiten Balken? Nee, er liegt jetzt einfach nur. Wir müssen ihm Damage geben. Ja, es scheint so. Ah, das sieht viel spaßiger aus, was die da oben macht. Kajovic, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde und willkommen bei Screenfire. You have my gratitude. It seems I misjudged you. Wir sind geil. Was? They gibt's auch als Pronomen. Was ist they? Du meinst D-A-Y? Oder was ist D-E-Y? Ich habe keine Ahnung, Dark World. Ich weiß, dass die Amis als Pronomen they haben, aber also T-H-E-Y, aber im Deutschen gibt's auch kein D-E-Y. Also, ich komme nicht mit, sorry, nennt mich kein Boomer. Keine Ahnung, da bin ich raus. Da kenne ich mich einfach nicht aus. Okay, also sollen wir die kaputt machen? Wahrscheinlich. Von hier geht es gut. Okay. War es das? Ich glaube, das passt. Ich glaube, das sieht gut aus. Jetzt? We are fortunate indeed. This is a rare find. We shall have to think long and hard about what to do with it. Ja, wieder zurück oder was? Das Personalpronomen they, also D-E-Y, und das dazugehörende System ist ebenfalls eine beliebte Option, um genderneutrale Pronomen zu verwenden. They hat dir eine Jacke gegeben. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sich so ansprechen lässt. Keine Ahnung. Ich würde mal gerne jemanden so kennenlernen. Und hätte einige Fragen, weil es mich doch sehr verwirrt. Ja, die Welt ist toll gebaut, Lobos, oder? Ja, ich will da auch rein. Very well. Board the ox cart and we'll be off.
see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. So, I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Chaos United, mein Zwilling nutzt deren. Gewöhnt man sich schnell dran. Ja, vielleicht, du, kann ich mir vorstellen, wenn man jemanden hat im Freundes- oder Familienkreis, ist es wahrscheinlich was anderes. Aber wenn du einfach niemanden kennst, dann, keine Ahnung, klingt das einfach strange. Ohne da jemanden jetzt zu nahe zu treten. Ja, die Welt ist echt krass. Sie zwingt dich dazu, dass du die auch kennenlernst. Ja, also, wie gesagt, die Welt gefällt mir sehr gut. Hallo, Pyrus! Wie ist Dragon's Dogma 2? Bisher gut. Ich finde es ein sehr liebevoll gemachtes, solides Spiel. Es gibt ein paar Sachen, die mich ein bisschen nerven, wie dass sich ständig Leute ansprechen. Ich spreche lieber aktiv Leute an, falls ich was machen will. So wird man nicht immer unterbrochen, aber das ist eine Geschmackssache. Achso, wenn du keine Stunde zugucken willst, drückst du Y. Danke, Lobos. Goblins! Goblins! Rotten luck. We've need of your aid again, sir. Okay, komm ja schon. Muss ich auch noch aufstehen. So, jetzt hört mal zu! You shall not pass! Fly, you fools! Seems we drove them off. Give my thanks for aiding us. Alles klar, Toto, hau rein. Schönen letzten Arbeitstag morgen. Stimmt, Freitag ist ja frei. Dann wünsche ich euch, oder wünsche ich dir viel Spaß morgen. Es gibt ein Gandalf-Bild auf Reddit, der hätte jetzt gepasst. Voll, Razor, voll. Alright, into the ox cart then. Da fragt er mich schon wieder. Warte mal, wo das? Shall we see if there's ought to be found while we're here? Knuspergarten und Blackberry. Vielen lieben Dank. Nein, halt, warte mal. Knuspergarten hat Blackberry eins gegiftet. Jetzt war ich jetzt, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Danke dir, Knuspergarten. Vielen lieben Dank. Und Blackberry, viel Spaß mit deinem Crimson Head Abo. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Das war so ein Kack-Move von Gandalf. Der hat die anderen nur weggeschickt, um die XP vom Balrog alleine einzustecken, um Level Up zu bekommen. Warum schaut der denn so beleppert? I was informed of your coming would be arisen. Okay. Captain Brandt. This individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first, 'twould seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed. He is our sovereign and the rightful ruler of Vermond. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. Ich hätte voll Bock gehabt, da mal mein Gesicht zu erstellen. 2024 ist mein japanisches Spieljahr. Final Fantasy 7, Dragon's Dogma 2, Ronin und Like a Dragon. Fantastisch. Ja, ist doch super. Ich würde so gerne Final Fantasy VII Rebirth spielen, aber ich habe aktuell einfach nicht die Zeit. Das wird so ein Winterding für mich dann. Stand watch outside. Ich mag Stray und Kekse. Ah, boah, mein Hals ist geschwollen. Es tut schon weh, wenn ich mich hier kratze.
Ja, für Japan, Freunde, ist das Spiel ja bisher sehr krass. Das stimmt. Rumgezocke, moin moin, hallo. Oder wie Pyrus es sagt, man wartet einfach bis Final Fantasy VII Rebirth auf dem PC draußen ist, ja. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Ah. Then you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain you and no other are the sovereign. The only legitimate ruler of this kingdom. Some days passed, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. The people rejoiced, for our true liege have finally yet not all celebrated your coming. Oh, jetzt wird's gezeigt, einige Monate zuvor. Your arrival would have robbed the Queen Regent Deesa of everything. During the time of the previous council, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the council's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place. Eine Stimme. Reach the castle that the arisen had been found. To Deesa, your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the arisen is an impossible feat for mortal hands. Ah, entschuldigt bitte, aber es tat gerade sau weh beim Sprechen. Okay, es tut noch mal weh beim Sprechen. Werdet ihr mir sehr böse, wenn wir es lassen? Ich meine, es wäre noch eine halbe Stunde bis zum Streamende, aber ich bin ehrlich mit euch. Es ist super unangenehm. Das war jetzt gerade wirklich wie, als wenn mir jemand ganz viele kleine Stecknadeln hier reinsteckt. Also wirklich nur, wenn es für euch okay ist. Ah, scheiße, ich hasse das. Ist seit 3-4 Tagen habe ich den Scheiß schon mit der Stimme. Es tut mir echt leid, entschuldigt bitte. Ich wollte es eigentlich, vor allem, weil ich auch Spaß habe mit dem Spiel. Ich hoffe, dass es morgen besser geht. Ich würde schon wieder passen morgen, keine Ahnung. Ich hätte vielleicht einen Tee trinken sollen oder so. Okay, ich halte jetzt mal kurz und knapp. Vielen lieben Dank an euch alle. Danke für die Bits, für die Subs, für die Resubs, wie immer. Danke für eure Beteiligung im Chat. Danke an die Lurker da draußen. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen Abend wieder. Genau, zum Retro-Donnerstag. Ich mache mir jetzt erstmal einen Tee. Alles klar. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da auf YouTube. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, bis morgen früh. Übrigens, falls ihr es noch nicht getan habt, neues Video zu Nightmare Creatures ist draußen und auf Screenfire Movies. Auf Screenfire Movies erscheint morgen ein neues Video. Eine Trailer-Analyse zu Alien Romulus zum neuen Teaser-Trailer. Habt einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao, ciao.